So, dann müssen wir jetzt hier die Spuren markieren und gleich an ihnen vorbeistelfen. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. So, der erste wäre geschafft, der zweite wandert hier vorbei. So, R1. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Sind wir doch. Mal ein bisschen Holz sammeln hier. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ja. Das machen wir gleich. Oh. Upsala. Fast geschafft. Aber nur fast. Fast wären wir auch erwischt worden. So. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Ja? Oh. Das ist natürlich jetzt blöd. Müssen wir es wahrscheinlich nochmal machen. Ich muss das langsam machen und leise. Ich war eben gerade leise, hallo? So. Hat doch geklappt diesmal. Ich werde diesmal wahrscheinlich voll auf Krieger oder so gehen. Mal gucken. Wo ist denn hier jetzt jemand? Nirgendwo. So. Rede mit Tipp. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Wie machst du das? Oh, geil, oder? Auch schnell hier dran vorbei. Zack, zack, zack. Ist das möglich? Na, warten wir hier mal lieber noch einmal kurz. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Einmal hätte ich es ja, oder hätten wir es aber gebrauchen können bei der Erstaufnahme. Das werde ich gleich kurzfristig entscheiden. Wahrscheinlich wird die Skillung so gut wie bei Neo. Fabian wird sich freuen. Also, ist es kein Spielzeug? Nein. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie... ist mutterlos. Komm jetzt. Zurück nach Mutterherz. Und ich... du. Mutterherz. Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge.
bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Also dieses Grinsen treiben wir dem Kind gleich erstmal aus. Sehr schön. So, Ziel auf seinen Kopf. Auf damit. Tja. Aloy, das geht nicht. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Ein freundliches Zunicken wie unter Kumpels.
Rost? 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 Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Zack, finde Rost. Dann aktivieren wir erstmal das Lagerfeuer hier. Zack. Damit haben wir dann auch schon gespeichert. Das sind nämlich die Dark Souls Speicherpunkte. Wir wollten doch heute jagen. So nenne ich sie. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Oh, hier können wir wieder. Mein Hauptproblem. Überall, wo es was zu looten gibt, hin. Hin, schnell! Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Aloy, du bist hier. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Hm. Ich hole die Teile. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Oh ja, okay, sehr. Wir sehen uns am Nordtor. So, genau auf diese Mission werden wir uns jetzt auch konzentrieren und mal, ja, mal eben schnell erreichen. Jetzt stehe ich aber schon vor dem ersten Problem. Wie komme ich hier runter? Oh. Laufen wir erstmal zurück. Oh. Achso, ja, an den Seil da oben. Ups. Geht das schon gut los? So, wollen wir uns mal schnell beeilen. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. So, wieder was Schönes zu looten. Reinholz, daraus können wir nämlich Pfeile machen. Das ist ganz praktisch. Aber bei meinem Aiming werde ich die häufiger herstellen müssen. Zack, so. Hier haben wir wieder ein Lagerfeuer. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du nachher reingehst und schaltest und einschaltest. Genau. Damit kann man auch schnell reisen. Durch so Schnellreisepäckchen. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. 2 Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Was ist das wieder Schönes hier? Ein Stein. Sehr schön. Einsam. Ein Stein. So, komm her, du Schweinchen. So. Oh, was Blaues.
Wildschweinhaut. Sehr schön. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Wir gehen mal hier links lang. Ich glaube, das sind wir beim letzten Mal nicht. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Spielt irgendjemand von euch aus dem Chat noch derzeit Horizon? Hat sich das jemand noch gekauft heute, oder? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Du musst mir helfen. Mache ich das jetzt frei hier oder versuche ich es zumindest? Ich muss mit dir reden. Ja, ist ja gut. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr folgen. Hilfst du mir suchen? Du weißt schon, dass die Stammmütter dich verstoßen können, weil du mit mir redest. Mir egal. Ich wollte sie selbst suchen, aber mein Bein hat versagt. Finde sie. Für ihre Sicherheit akzeptiere ich jede Strafe. Warum jagt deine Tochter allein einen Plünderer? Ich bin schuld. Ich folgte ihm und er hat mein Bein zerfetzt. Ich bin nur knapp entkommen und mein Speer steckt noch in der Maschine. Es war ein Speer von Edena, meiner Frau, die letztes Jahr starb. Er bedeutet Arana alles. Sie will ihn von dem Plünderer zurückholen. Du sagst, Arana wollte zu Mutters Wiege? Ja, südöstlich von hier. Ich habe es ihr verboten, aber seit ihre Mutter starb, benimmt sie sich unmöglich. Verdammt sie mich an. Witwer und Krüppel dazu. Ein Vater, der seine Tochter nicht findet. Bitte, hilf mir bei dieser Sache. Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. So, wir haben die Quest jetzt zwar angenommen, wir werden diese aber erst nach der Hauptquest ausführen. Hier aktivieren wir schnell nochmal ein Lagerfeuerchen, da haben wir schon einen Speicherpunkt. Ja, meine Schwäche, der Sammeltrieb. Überall, wo ich was sammeln kann, muss ich was sammeln. Ah ja, wir sind schon im Gebiet. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, dann machen wir mal ein bisschen was jagen. Und eine hiervon. Da hinten. Das war blöd. So, kommt dann noch mit. Müssten, glaube ich, auch. Wow. Oder auch nicht alle gewesen sein.
So, das Vieh ist mir leider entwischt, obwohl es mich echt viel Leben gekostet hat. Stellen wir hier alles einsammeln. Blablabla. Das überspringe ich jetzt mal gekonnt. Ach, diese Anzeige nervt hier oben. Oh, locker. Da vorne ist das Pferdchen. Oh, 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 lebt noch. So. So. Schnell herstellen. Zack. So. Was haben wir denn? Lohe müssen wir noch von Läufern und Metallschirmen. Okay. Da können wir noch was looten. Metallschirme haben wir. So. Reicht das? Okay, ist die Nebenmission. Achso, ja, wegen der Dings. Da würde ich sagen, latschen wir eben schnell hier hin. Das geht eigentlich recht fix. Aber wir können ja, glaube ich, auch noch herstellen. Dann war das, glaube ich, modifizieren konnte man hier, ne? Genau. Dann ballern wir das mal rein. 6 mehr Schaden sind ja gar nicht so schlecht. Munition. Okay. Achso. Fertigkeiten. Wir haben ja 3 Punkte. So, Krieger. Zeit verlangsamen. Das machen wir erstmal nicht. Das skillen wir auf jeden Fall. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich bin so schlecht in Stealth. Im Stealth-Modus eigentlich. Ja, was hab ich? Ja. So, erstmal zusätzliche. Ein Punkt haben wir noch. Also mehr Ressourcen ist am Anfang, denke ich, auch gar nicht so schlecht. Ansonsten, ach komm, machen wir das doch noch. Zack. Sind wir hier schon mal durch? Dann laufen wir jetzt, wie gesagt, zum Nebenquest schnell. Ich denke, diese Zusatz-EXP sind ganz gut. Und das Schweinchen, das nehmen wir auch noch mit. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Zack, so schnell kommst du mir nicht davon. Fettes Fleisch, knochiges Fleisch. Alles super. Das muss Arana sein. Und sie steckt in der Klemme. Tup, tup. Ich kann nicht runter. Hilfe! Einen haben wir. Zwei haben wir.
Ja, komm. Oh. Aber auch. So, einfach um sich schlagen hier. Ich glaube, der müsste auch tot sein, ne? Jo. Ich meine, dieses Blenden macht ja keinen Schaden. Von daher ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir geblendet werden. So. Schnell noch alles einsammeln. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, gleich. Ein wenig Geduld. So. Jetzt. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche nach deinem Speer. Das war ja zu erwarten, oder? Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Ja. Hier ist auch noch eine Quest. Ach, war das nicht dieses elend lange Suchen hier? So. Wieder mit Kars. Was ist denn jetzt? Spur markieren. So, zack. Wollen wir die mal eben schnell verfolgen, die Spur, und dann... Oh ja, die Switch, die kommt jetzt ja... Wann kommt die raus? Jetzt so demnächst, ne? So in den nächsten paar Tagen, diese Woche? Kriegen wir auch. Oh, wieder was Blaues. Sehr schön. Die Truthahnhaut. Ja, nice. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Was ist das denn? Unhöflicher Ausgestoßener. Wie nett. Freitag kommt es raus, okay? So.